So, und da bin ich wieder zurück. Mal gucken, wie weit ist er denn? Ein Display hat er jetzt schon. Also, wir haben schon welche. Ah, dann lass mal. Noch mehr brauche ich nicht, habe ich gar nicht gesehen. Siehste? Ach, der Rest geht schon nicht mehr, oder was? Ah. Naja, egal, wir haben zumindest ein Bett, das ist schon mal was. Dann können wir das da hinten platzieren, dann bin ich auch ganz glücklich und zufrieden. Yippie! So, schnell rein hier. Und dann die Tür platzieren. Das ist erstmal das Wichtigste, dass das Ding hier dicht ist. Das sieht gut aus. Genau so, wie ich das gerne hätte. Ja, vor allem nach außen hin, finde ich, muss es schon eine gepanzerte Tür sein, ne? So, mal das zweite Quartier aufsuchen. Guck ich nochmal kurz, das Bett ist da. Okay. Gut. Das heißt, da ist dann unser Bett. Also das andere. Ach, hier sind noch die ganzen anderen. Ja, hier ist der Schreibtisch und alles. Ach so. Ja, dann machen wir doch hier so ein Crew, also Crew-Quartier. Viel besser. Viel, viel besser. Den kann das auch weg. Genau, dann packe ich das nämlich woanders hin. Kann hier nämlich noch diese Konsole hin, hier mit dem Tisch. Genau, so Einsatzplanung. Sieht ein bisschen besser aus noch, ne? So mehr nach Brücke. Genau. Das müssen wir nochmal drehen. Ne, dann ist es da zu nah dran. Ne, das muss schon so. Yippie! Ja, das wird ein richtig, richtig geiles Schiff. Definitiv. Sauerstoff ist okay. Habe ich nicht noch irgendwie ein paar Tanks oder sowas? Treibstofftank habe ich noch. Okay. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Ach ja, stimmt, das kann ja jeder drüber. Der Treibstofftank. Ja, wobei ich pack den hier hin. Ach, der ist gar nicht dafür, oder was? Ah, das ist ja doof. Das ist ja kacke. Das ist ja echt kacke. Und ich hatte jetzt gedacht, das war's. Naja, klasse. Mist, ey. Das müssen wir dann eigentlich dann oben noch einen Deckel drauf machen. Also zumindest teilweise. So, warte mal. Schwierig. Genau, das machen wir so. Das ist jetzt am besten. Mal schauen, wie ich das jetzt am elegantesten löse. Genau. Was hat er denn da gemacht?
In unmittelbarer Nähe. Nicht gut, gar nicht gut. So. Und da kann ich den oder den? Ha. Ne, nehmen wir den hier. Jetzt fehlt mir doch echt ein Stein. Zips, genau. Ja, geht doch. Sollten wir vielleicht das so machen? Genau. Ach man, immer dann, wenn ich Blöcke brauche, habe ich keine mehr. Warte kurz. Ich weiß jetzt schon, wie ich das mache. Genau. Tja, wir müssen echt losziehen, Eisen holen. Führt keinen Weg dran vorbei. Mist, ey. Das muss ich nur mal schauen. Ob hier noch Munition drin ist. Da ist die Munitionsbox. Ja, da ist noch fleißig drin, okay. Wunderbare Nacht. Das heißt, wir ziehen los. Hallo? Ach, kein Kraftstoff mehr. Ew. Habe ich denn noch Kraftstoff dabei? Nee. Sieht irgendwie nicht so danach aus. Okay. Nicht so gut. Jetzt frage ich mich nur gerade, warum ich hier das dabei habe für ein kleines Schiff. Ha. Was ist alles nur für kleine Raumschiffe? Könnte ich halt höchstens zerlegen, ne? Ja. Den müssen wir mitnehmen. Was haben wir da? Bergbaugerätekern, okay. Noch irgendwas? Kraftfeld im Mitte, oh, können wir dabei lassen. Ah, na gut, die bringen mir jetzt nicht so wirklich viel, diese Teile, aber egal. Machen wir das erstmal so. Wunderbärchenhaft. Wie lange das her ist, dass wir draußen unterwegs waren? Ach so, halt, ja. Man sollte natürlich dann Energiezellen mitnehmen, ne? Das müsste ja noch gehen. Hoffe ich mal. Ja. Ja, komm schon. Aber ohne die können wir das vergessen. Ich kann ja mal hinten gucken, dass wir sonst noch ein bisschen was weglegen. Das hier zum Beispiel. Kann man Kaffee machen? Nee. Suppe essen. Ja, und wir sehen trotzdem vergammeln manche Sachen, weil es hält halt nicht ewig im Kühlschrank, ne? Kennen wir ja aus eigener Erfahrung. Das hält nicht ewig.
So. Finde ich auch doof, ne? Anstatt dass er erstmal das hier diese ganzen Promethium-Pellets macht und dann hier das produziert, nee. Macht er immer nur so viel, dass er halt eins produzieren kann, eine Kraftstoffzelle. Voll doof. Naja, vielleicht reicht das ja erstmal. Ich hoffe es. So. Ja, wunderbärchenhaft. Ast rein. So, nun dann, ich verabschiede mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Mr. Zocker.